Dass Hegels Philosophie eine Philosophie der Freiheit ist, ist nicht so ganz selbstverständlich. Seit dem Vormärz, also seit sozusagen der Diskussion um 1848, vor 1848 und auch danach, Rudolf Heim hat das als erster gesagt, gibt es also die These von Hegel als dem preußischen Staatsphilosophen. Als dann später, irgendwann in den 80er Jahren, das mal jemand wiederholte, Wilhelm Liebknecht war es, in einer Zeitschrift der deutschen Sozialdemokratie, hat Marx, das kann man also im Briefwechsel mit Engels nachlesen, einen Wutanfall bekommen. Der meinte, wenn er keine Ahnung hat, dann sollte er auch die Klappe halten. Also Marx hat diese Meinung offensichtlich nicht geteilt. Ich glaube auch, das beruht auf einem sehr tiefgehenden Vorurteil, auch wenn manche Marxisten heutzutage noch Entsprechendes behaupten. Also ein Kollege hat mich mal darüber belehren wollen, dass Hegel doch eigentlich der sozusagen Ideengeber für Stalin gewesen sei. Das halte ich für absurd. Aber was ist Freiheit für Hegel und weshalb ist das für Marx überhaupt interessant? Es geht bei Hegel nicht um die Freiheit, die angeblich jemand von Anfang an sozusagen von Geburt aus mitbringt. Denken Sie also an Rousseau, seinen berühmten Satz, nicht? Die Menschen werden frei geboren, aber liegen überall in Ketten. Das heißt also, es gibt sozusagen so etwas wie eine Freiheit von Natur aus und die Gesellschaft führt dann sozusagen Beschränkungen der Freiheit ein. Das ist nicht nur die Auffassung von Rousseau, das geistert natürlich in vielen philosophischen Konzeptionen rum, in der Regel auch bei allen Konzeptionen, die eben ein vertragstheoretisches Vergesellschaftungsmodell haben, also man davon ausgeht, es kommen Individuen zusammen, die sozusagen erkennen, dass sie sich, wenn sie sich keine Grenzen auferlegen in ihrer jeweiligen individuellen Willkür, dann in einem Krieg aller gegen alle befinden und also einen Vertrag machen müssen und nun Freiheitsrechte, individuelle Freiheitsrechte an die Gemeinschaft, an das politische Gemeinwesen, den Staat abtreten. In diesem Sinne definiert etwa auch Kant das, nicht, wenn er sagt, naja, also der Staat mit seinen Gesetzen hat etwa so die Aufgabe, wie sozusagen ein guter Verwalter, der Bäume anpflanzt und diese Bäume dürfen sich also nicht gegenseitig ins Gehege kommen, man muss für Abstand sorgen und dergleichen mehr, und das Hegen und Pflegen. Das ist nicht Hegels Modell und ich glaube, das ist der Punkt natürlich, der für Marx sehr wichtig ist. Hegel sieht das geschichtlich. Und zwar sagt er in seiner Rechtsphilosophie, dass Recht das Dasein des freien Willens ist. Es ist somit überhaupt die Freiheit als Idee. Das klingt nun ganz schlimm idealistisch. Man muss sich dabei aber klar machen, dass Hegel den freien Willen nun auch nicht zu einer Voraussetzung macht, sondern als ein geschichtliches Produkt ansieht. Ein geschichtliches Produkt, was ganz elementar damit zu tun hat, dass die Menschen sozusagen ihre materiellen Bedürfnisse, würde Marx sagen, befriedigen müssen. Das heißt, die Urform des freien Willens hängt für Hegel zusammen damit, dass Menschen in der Auseinandersetzung mit der Natur beginnen, sozusagen sich Möglichkeiten zu erarbeiten. Also hier spielt der Arbeitsbegriff eine ganz große Rolle. Und in dem Moment, wo sie also nicht mehr sozusagen in unmittelbarer Naturabhängigkeit stehen, sondern sich durch Arbeit überhaupt Möglichkeiten geschaffen haben, sagen wir zwischen A und B beim Konsumieren überhaupt wählen zu können und nicht nur darauf angewiesen zu sein, immer mit dem, was gerade zur Verfügung ist, zum Beispiel den Hunger zu stillen. In dem Moment fangen sie an, so etwas wie einen Willen
zu entwickeln. Das heißt, sie entscheiden sich zwischen A und B. Das ist also ganz unspektakulär und, wenn Sie wollen, materialistisch, wie Hegel den freien Willen herleitet. Das geht einher mit einer Rehabilitierung derjenigen philosophischen Positionen, die Kant als sozusagen sehr moralisch verwerflich charakterisiert hatte, nämlich der Eudaimonismus, also wo es darum geht, sozusagen, was gefällt mir und was gefällt mir nicht. Hegel rehabilitiert das und sagt, das ist der Ursprung des freien Willens. Daraus entwickelt sich freier Wille. Das ist also der Ursprung dieses Freiheitsbegriffs. Und das heißt also, Recht begrenzt nicht Freiheit, sondern fällt geradezu mit Freiheit zusammen. Es ist Dasein der Freiheit. Das meint, dass also die rechtlichen Strukturen, die Entwicklung, die historische Entwicklung der rechtlichen Strukturen, so etwas wie Freiheitsräume schafft. Stellen Sie sich also vor, etwa nicht Recht ist seiner Natur nach als modernes Recht natürlich, nicht? Also in vormodernen, feudalen Zuständen haben wir solche Rechtsstrukturen noch nicht. Aber gehen wir mal in die Moderne. Recht ist sozusagen allgemeines Recht und jede Person, nicht, es gibt die Gleichheit vor dem Gesetz, jede Person ist diesem Recht unterworfen. Das heißt aber auch umgekehrt, das, was rechtlich nicht reglementiert ist, sozusagen ist dann auch wirklich ein individueller Freiraum für die Individuen. Nicht? Und das bedingt zum Beispiel, dass also der Staat sozusagen seine gestaltende Tätigkeit nicht noch auf solche Freiräume erstreckt, also nicht so etwas ist wie ein paternalistischer Staat, sondern also auch hier die individuelle Freiheit fördert. Für Hegel besteht also die grundlegende Einsicht darin, dass Recht Freiheitsräume allererst konstituiert und dass selbst das, was wir also dann als naturrechtliche Bestimmungen anzusehen gewohnt sind, also Rechte, die den Menschen von Natur aus gewissermaßen zukommt, auch die sogenannten ewigen Menschenrechte, dass das Resultate einer historischen Entwicklung, einer Geschichte des Rechts und einer Geschichte der Freiheit sind. Diese Geschichte hat zweierlei Aspekte. Auf der einen Seite sagt Hegel, Weltgeschichte ist Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Im Bewusstsein der Freiheit, das muss betont werden. Hegel sagt nicht, Weltgeschichte ist Fortschritt in der Realisierung der Freiheit. Wenn also jemand kommt und sagt, aber das ist doch noch gar nicht realisiert, dann wäre das kein Einwand gegen Hegel. Man kann natürlich bestreiten, dass es ein sinnvolles Kriterium ist für Geschichte. Aber wenn Sie irgendwie Fortschritt sozusagen annehmen, müssen Sie irgendwo einen Index für Fortschritt haben. Und für Hegel ist dieser Index für Fortschritt in der Geschichte Bewusstsein der Freiheit. Sonst nichts. Er sagt nicht, es gibt sozusagen den großen Fortschritt, es gibt den moralischen Fortschritt, den technischen Fortschritt oder so im Gleichklang mit diesem Fortschritt im Freiheitsbewusstsein. Davon ist überhaupt nicht die Rede. Ja? Es gibt Katastrophen, es gibt sozusagen in der Geschichte immer etwas, was nicht irgendwie aufgeht in diesem Fortschritt ins Bewusstsein der Freiheit. Das ist Hegel völlig klar. Also man darf hier nicht eine einlinige Fortschrittstheorie vermuten. Also das ist das eine, Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Wenn dieses Bewusstsein der Freiheit vollständig entwickelt ist, dann ist für Hegel die Geschichte per Definition zu Ende. Er sagt natürlich nicht, dass dann nichts mehr geschieht. Ne, im Bereich der Gesellschaft, des Staates etc. Er nennt das nicht mehr Geschichte. Nicht? Das ist jetzt eine rein terminologische Festlegung. Auf der anderen Seite ist es bei Hegel aber auch so, dass dieses Bewusstsein der Freiheit, und das habe ich eigentlich mit diesen Bemerkungen über den Ursprung des freien Willens auch schon andeuten wollen, dass dieses Bewusstsein der Freiheit eben nicht sozusagen in einer intellektuellen Geschichte, Bewusstseinsgeschichte oder so zu verorten ist, sondern natürlich zu tun hat mit gesellschaftlichen, rechtlichen Verhältnissen, Institutionen
mit politischen Geschehnissen und so weiter. Philosophie ist ja überhaupt, das ist Hegels Definition, ihre Zeit in Gedanken erfasst. Nicht? Und in das Bewusstsein der Freiheit, welches die Philosophie letztlich dann ausbildet, was jedenfalls ihre Aufgabe ist, geht natürlich all dieses ein. Und deswegen ist also auch die geschichtliche Situation jeweils eine Voraussetzung der Philosophie und damit auch des Freiheitsbewusstseins. Das führt nun dazu, dass eben auch die Philosophie sozusagen ihre Zeit, wie Hegel sagt, nicht überspringen kann. Sie kennen vielleicht also diesen berühmten Spruch aus der Vorrede, oder einige zumindest dürften es schon mal gehört haben, aus der Vorrede zur Rechtsphilosophie, wo er sagt, also die Eule der Minerva, nicht, als Symbol der Philosophie, beginnt in der Dämmerung ihren Flug. Nicht? Also wenn der Tag sozusagen abgelebt ist, in der Abenddämmerung. Das heißt also, dann erst kann man erkennen, was an diesem Tag tatsächlich passiert ist. Und das ist dann die Aufgabe der Philosophie. Die Aufgabe der Philosophie ist es nicht zu sagen, das und das soll noch geschehen. Da, sagt Hegel, muss man sozusagen darauf sehen, was passiert denn nun sozusagen in der Bewegung der Zeit. Am Ende seiner Vorlesung über die Religionsphilosophie spricht er das aus, und das ist nicht zufällig. Hegel hat dieses Konzept von Freiheitsgeschichte wesentlich auch innerhalb seiner Religionsphilosophie abgehandelt, weil er Religionsphilosophie natürlich auch als Religionsgeschichte konzipiert und dabei für ihn Religion ein ganz wichtiger Faktor ist, sozusagen in der Entstehung des Freiheitsbewusstseins. Dann sagt er, die Philosophie sozusagen sei ein abgesondertes Heiligtum, ihre Diener bilden einen isolierten Priesterstand, der das Besitztum der Wahrheit zu hüten hat. Das wäre der Begriff der Freiheit. Wie sich die zeitliche empirische Gegenwart aus ihrem Zwiespalt herausfinde, wie sie sich gestalte, ist ihr zu überlassen und ist nicht die unmittelbar praktische Sache und Angelegenheit der Philosophie. Nicht die unmittelbar praktische Sache und Angelegenheit der Philosophie. Das klingt nun erstmal so ein bisschen resignativ oder nach Elfenbeinturm. Sie finden allerdings ganz ähnliche Formulierungen bei Karl Marx. Denken Sie also an das Kommunistische Manifest, wenn er sagt, nicht, die Kommunisten sozusagen sagen nicht, wie es sein soll. Der Kommunismus ist kein erdichteter Zustand, sondern die wirkliche Bewegung, die sich vor unseren Augen abspielt, heißt es da bei Marx und Engels. Nicht? Das ist genauso das, was Hegel meint. Also auch Marx, glaube ich, geht davon aus, das kann man nicht sozusagen manipulieren. Nicht? Da muss man sich auf vorhandene soziale Bewegungen in dem Falle stützen. Weshalb ist, das muss man nun sagen, dieses Konzept einer Freiheitsgeschichte, wie es Hegel entworfen hat, was ich hier nur sozusagen von den Grundlagen hier kurz skizziert habe, weshalb ist das so schnell in Vergessenheit geraten? Das hängt gewiss damit zusammen, dass Hegel dieses Konzept im Wesentlichen in seiner Religionsphilosophie ausgearbeitet hat, und Sie wissen alle, nach Hegels Tod entbrennt der Streit um die Religionsphilosophie, Feuerbach, nicht? Dann Bruno Bauer, also eine sich sehr schnell immer wieder überbietende Religionskritik, bis Marx dann also die, sozusagen die Kritik der Religion für beendet erklärt und sagt, da ist theoretisch nichts Neues mehr zu gewinnen, was natürlich auf manche der anderen Junghegelianer wenig Eindruck machte. Aber man diskutiert dann nicht mehr über diese Sachen, und das gerät aus dem Blick. Meines Wissens haben vor allem zwei Denker dieser Epoche das noch sozusagen gewusst, was da bei Hegel los ist und wo das steht. Heinrich Heine, der führt das aus in seiner Geschichte Religion und Philosophie in Deutschland, und eben Karl Marx, der noch 1843 gegen Bruno Bauer
sagt, naja, was wäre denn eigentlich ein christlicher Staat? Das wäre die Demokratie. Das ist ein Hegelscher Gedanke. Marx wusste das auch noch. Ich will diesen Punkt jetzt nicht weiter ausführen. Meine These ist, dass Marx sozusagen direkt an dieses Konzept von Freiheitsgeschichte anknüpft und sich dort also auch dann zustimmend auf Hegel bezieht, bis in sozusagen ganz entscheidende Position hinein. Die entscheidendste Position für mich ist das Konzept des Rechtes und der individuellen Freiheit. Ich möchte aber noch, sozusagen, bevor ich auf Marx eingehe, etwas sagen zu Hegel. Oh. Dämmerung über Hegel, ja. Oder über Marx, das kannst du jetzt aussuchen. Ich möchte also vor allem noch etwas sagen über den Anknüpfungspunkt. Marx, wie Sie wissen, ist ja, ich sage immer gerne, so etwas wie ein Hegelianer wider Willen. Als er nach Berlin kam, war er keineswegs Hegelianer, und in dem langen Bekenntnisbrief, den er dann seinem Vater schrieb über sein Studium, um sich zu rechtfertigen und vor allem also auch eine Grundlage zu haben, eine weitere finanzielle Unterstützung zu bekommen, also auch hier materielle Interessen im Vordergrund, hat er ja also dargelegt, dass er eigentlich von Hegel gar nicht überzeugt war, spricht von der grotesken Felsenmelodie der hegelschen Philosophie, und er habe den Hegel widerlegen wollen, dazu einen großen, langen Dialog geschrieben. Ob der nun wirklich so lang war, wie Marx behauptet, also das wäre schon also etwa ein Schinken vom Format des Kapitals gewesen, wenn er tatsächlich so viel geschrieben hätte, glaube ich nicht so ganz, aber ist ja auch egal. Jedenfalls bekennt er dem Vater, das sollte sozusagen eine Widerlegung der hegelschen Logik sein, und zum Schluss stehen die ersten Sätze der hegelschen Logik. Das ist übrigens nicht nur dem jungen Marx so gegangen, das ist auch dem alten Schelling so gegangen. Nicht? Gucken Sie mal in die Philosophie der Mythologie und Offenbarung. Nicht? Da kommt er bei seiner Hegel-Widerlegung zum Schluss auch auf den Anfang der hegelschen Logik wieder: sein, nichts, werden. Aber das nur nebenbei. Hegelianer wider Willen, und er hat sich dann, Marx war ja von Hause aus Jurist, auch wenn er das dann in Berlin nicht mehr ernsthaft studiert hat, noch ein bisschen schon noch, aber nicht mehr so ganz viel. Er hat sozusagen sich natürlich vor allem dann auf die Rechtsphilosophie gestürzt, und ich glaube, man kann zeigen, bis hin in die Aufbaupläne des Kapital, also seines Hauptwerkes, wenn man also jetzt nicht sozusagen das, was wir in den ersten drei Bänden haben, sondern das Gesamtkonzept, die Bücher, die er noch alle schreiben wollte und die er nie geschrieben hat, nicht? Marx hat ja eigentlich nur Fragmente produziert, dann sehen Sie sehr schnell, dass es angelehnt an den Gang der hegelschen Rechtsphilosophie. Also er wollte im Grunde genommen Hegels Philosophie des objektiven Geistes, denn das ist Hegels Rechtsphilosophie, neu durchbuchstabieren. Nicht? Also bürgerliche Gesellschaft, Staat, Weltmarkt, Weltgeschichte etc. Nicht? Also es kommt alles dort vor. Dieses Buch über den Staat hat er nun leider nicht geschrieben, was nun auch gewisse Probleme macht, weil da hätte er natürlich seine Position auch zum Recht darlegen müssen, zu bestimmten Fragen, wie halten wir es mit dem Staat, nur im Vorgriff der Hinweis, diese These vom Absterben des Staates stammt von Friedrich Engels, Marx redet davon nicht. Gucken Sie nochmal rein in die Kritik des Gotha-Programms, dort finden Sie Ausführungen über das Staatswesen der künftigen kommunistischen Gesellschaft. Genau diese Formulierung. Also nicht nur sozusagen der sogenannte Staat der Diktatur des Proletariats, sondern auch noch danach. Das ist schon ein erheblicher Unterschied. Also diese Theorie des objektiven Geistes, das ist für Marx der entscheidende Punkt. Und er geht also dann vor allem auf einen Punkt los, nämlich
Er thematisiert das Verhältnis von bürgerlicher Gesellschaft und Staat. Das macht er also etwa in diesem großen Hegel-Exzerpt von 1843, sogenannte Kreuznacher Exzerpt, nicht? Kritik der hegelschen Rechtsphilosophie, nicht, dass er also Hegel kritisiert. Er habe dieses Verhältnis von bürgerlicher Gesellschaft und Staat falsch bestimmt, weil er habe sozusagen hier gewissermaßen Konflikte unterschlagen und das zu harmonisieren versucht. Nun muss man, um das richtig zu verstehen, was hier eigentlich passiert, wissen, dass Hegel der Erste war, der ganz dezidiert bürgerliche Gesellschaft und Staat als zwei Sphären begriffen hat. Die bürgerliche Gesellschaft ist für ihn die Wiederherstellung der Sphäre der Moralität innerhalb der Sittlichkeit, so definiert er das, und sie ist vor allem eine naturhafte Sphäre. Nicht? Das ist sozusagen eine Sphäre, in der gewissermaßen der Geist, die Vernunft eben nicht sozusagen voll zum Zuge kommt, eher vergleichbar ist mit der äußeren Natur, die Hegel als Äußerlichkeit der Idee definiert. Also auch hier sagt, hier gibt es sozusagen eine sehr starke Differenz zu dem, was im eigentlichen Sinne als geistig anzusprechen ist. Das hat für Hegel zur Konsequenz, dass die Sphäre der bürgerlichen Gesellschaft sich nicht aufheben lässt in den Staat. Das ist eine sehr frühe These bei Hegel, dass er sagt, das ist eine Negativität, die nicht etwa durch einen dialektischen Klapperatismus, Negation der Negation, sozusagen aufzuheben ist, sondern das ist etwas, was negativ bleibt. Das ist bereits in Jena seine Formulierung, eine bleibende Negativität. Man kann diese bürgerliche Gesellschaft sozusagen nur von außen her eingrenzen. Man muss sie zähmen. Hegel spricht von einem wilden Tier, was sozusagen der Zähmung und Kontrolle durch den Staat bedarf. Das ist also, es ist keineswegs so, dass Hegel hier Widersprüche unterschlägt, und wir werden gleich noch sehen, dass Hegel diese Widersprüche auch sehr, sehr scharf herausarbeitet. Nun kann kein Zweifel daran bestehen, dass Hegel also die Funktionsweise der bürgerlichen Gesellschaft, also ihr inneres Bewegungsgesetz, nicht in der Weise analysiert hat, wie etwa Marx. Hier vertraute er dem, was er die Staatsökonomie, die bürgerliche Staatsökonomie nennt. Die allerdings hat er ziemlich gut gekannt. Und er hat sozusagen beim Studium dieser Staatsökonomie auch vor allem gesehen, dass nun diese Ökonomie, diese der bürgerlichen Gesellschaft, mit fundamentalen Widersprüchen behaftet ist. Das heißt also, dass sie so etwas vollzieht wie eine ständig konfliktgeladene Bewegung und dass das sozusagen das Gesetz ihrer Eigendynamik ist. Das versucht Hegel an keinem Punkt irgendwo wegzuleugnen. Die Frage, wo er das her hat, ist tatsächlich von der Forschung noch nicht so ganz abschließend geklärt. Ich würde vermuten, dass er Sismondi sozusagen als Kronzeugen hat, der nach Marx also auch der Erste ist, der sozusagen die kapitalistische Produktionsweise als fehlerhaften Kreislauf beschrieben hat. Also ich glaube, dass er es daher hat, das konnte er gekannt haben. Im Einzelnen ist das natürlich immer schwer nachzuweisen, welche Ideen ihm von irgendwoher zugeflogen ist. Wichtig ist, dass Hegel sozusagen, muss ich klar machen, 1821 ist die Rechtsphilosophie publiziert worden, dass er also inmitten einer Entwicklung, die in Deutschland ja weit hinterherhinkte, wo eigentlich so etwas wie kapitalistische Produktionsweise, bürgerliche Gesellschaft, also kaum in den Ansätzen irgendwo zu greifen war, nun schon sieht, welche Schwierigkeiten
sich daraus ergeben. Er hat tatsächlich ja auch ständig die englischen Verhältnisse sehr gründlich studiert. Er war also abonniert auf englische Zeitungen, hat das sehr genau verfolgt und auch für wichtig gehalten. Also er hat offensichtlich die Folgen der kapitalistischen Produktionsweise gerade aus dieser Distanz sehr, sehr scharf wahrgenommen. Und die Folgen, die negativen Folgen dieser bürgerlichen Produktionsweise bündeln sich für Hegel in den Begriff des Pöbels. Frank Ruder hat das kürzlich sozusagen im Mittelpunkt einer Untersuchung gestellt. Pöbel ist für Hegel die notwendige Folge einer widersprüchlichen Dynamik. Er spricht in dem Zusammenhang ausdrücklich von einer Dialektik der bürgerlichen Gesellschaft, durch welche sie über sich hinausgetrieben werde. Erscheinungsweise dieser Dialektik ist die Polarisierung von Reichtum und Armut. Der Pöbel entsteht genau dann, wenn ein immer größerer Teil der Bevölkerung unter das gesellschaftlich notwendige Subsistenzniveau absinkt, also materiell verelendet. Und damit tritt zugleich für Hegel ein Verlust, Zitat, des Gefühls des Rechts, der Rechtlichkeit und der Ehre, durch eigene Tätigkeit und Arbeit zu bestehen, bei den Verelendeten ein. Interessanterweise also hier hat für Hegel das materielle Sein unmittelbare Folgen für das Bewusstsein, die Gesinnung des Pöbels. Für Hegel ist dieses Element der Gesinnung insofern entscheidend, als es sowohl das Prinzip der bürgerlichen Gesellschaft, die Vermittlung der Subsistenz durch Arbeit, als auch das Rechtsbewusstsein und damit die Grundlage des politischen Gemeinwesens erschüttert. Die Ursache des Übels ist, so Hegel, die bürgerliche Gesellschaft selbst, die, Zitat, bei dem Übermaße des Reichtums nicht reich genug, das heißt, an dem ihr eigentümlichen Vermögen nicht genug besitzt, dem Übermaße der Armut und der Erzeugung des Pöbels zu steuern. Also auch das ist wichtig, nicht? Also das, was er sozusagen als Gesinnung des Pöbels, also Verlust sozusagen des Vertrauens in das Recht charakterisiert, führt er nicht etwa sozusagen auf ein moralisches Defizit oder dergleichen zurück, sondern darauf, dass also die bürgerliche Gesellschaft ein Übermaß des Reichtums hat, aber eben aufgrund ihres spezifischen Reichtums, ihres eigentümlichen Vermögens, wie er sagt, nicht in der Lage ist, wirklich die Armut zu bekämpfen. Schädlich sind diese Folgen sozusagen der Verelendung vor allem dadurch, dass die Abhängigkeit der arbeitenden Klasse, wie es im Paragraphen 243 der Rechtsphilosophie heißt, von den Freiheiten der bürgerlichen Gesellschaft ausschließt. Und nicht nur das, vor allem wird der Pöbel von seinen Rechten ausgeschlossen. In einer Vorlesungsnachschrift 821-22 heißt es, ich zitiere, in der bürgerlichen Gesellschaft hat jeder den Anspruch, durch seine Arbeit zu existieren. Erlangt er nun durch seine Tätigkeit dies Recht nicht, so befindet er sich in einem Zustand der Rechtlosigkeit. Er kommt nicht zu seinem Recht und dies Gefühl ist es, das die innere Empörung hervorbringt, denn dann macht sich der Mensch selbst rechtlos und hält sich auch der Pflichten entbunden und das ist dann der Pöbel. Pöbel ist also für Hegel die teils faktische, teils gesinnungsmäßige Auflösung des Rechtszustandes und damit derjenigen Instanz, durch die und in der Freiheit allein Bestand haben kann. Nebenbei, Sie sehen daran schon, also Marx greift ein bisschen kurz, wenn er sagt, also Hegel will diese Widersprüche sozusagen irgendwie verschleiern oder verschleifen, das tut er gar nichts. Die Aufkündigung des Rechtszustandes ist für Hegel natürlich nicht hinnehmbar. Er nennt das also Schamlosigkeit, Verworfenheit. Allerdings, die Ursache der Rechtsverletzung liegt in der Dynamik der bürgerlichen Gesellschaft selbst. Und zwar in der Weise, dass die Erzeugung des Pöbels, wie Hegel ausdrücklich sagt, Zitat, zugleich die größere Leichtigkeit mit sich führt, unverhältnismäßige Reichtümer in wenige Hände zu konzentrieren.
Wenn aber Pöbel da wesentlich darin besteht, dass Subsistenz nicht durch eigene Arbeit erreicht wird, wobei die Rechte anderer nicht respektiert werden und zugleich auf das eigene Recht gepocht wird, dann lässt sich der Spieß auch umdrehen und Hegel tut das auch. Der Reichtum, sofern er nicht auf eigener Arbeit beruht, erzeugt dann ebenfalls Pöbel, reichen Pöbel. Zitat, auch aus dieser Vorlesung, es gibt auch reichen Pöbel. Denn der Reichtum ist eine Macht und diese Macht des Reichtums findet leicht, dass sie auch die Macht ist über das Recht. Der Reichere kann sich aus vielem herausziehen, was anderen übel bekommen würde. Der Reichtum kann die Subsistenz vieler in seiner Hand sehen, sieht sich als der Herr ihrer Not und damit auch vieler Rechte derselben. Man kann dies denn auch Verdorbenheit nennen, dass der Reiche sich alles für erlaubt hält. Also Hegel dreht den Spieß um. Pöbel ist bei ihm nicht mit sozusagen Pauper, also den Armen gleichzusetzen, sondern Pöbel ist eben mit der Aufkündigung des Rechtszustandes, der Empörung gegen das Recht gleichzusetzen. Dafür haben die Armen Gründe, der reiche Pöbel sozusagen ist da von anderer Qualität, weil er nutzt seine materielle Machtposition aus. Mit dem Gegensatz des Armen und des reichen Pöbels, also haben wir Machtverhältnisse vor uns in der Gesellschaft, die daran zweifeln lassen, dass dem Unrecht allein durch den Staat auf mit den Mitteln des Rechtes Einhalt geboten werden kann. An diesem Punkt muss man nun klarerweise sagen, weiß Hegel sozusagen nicht mehr, wie es weitergehen soll. Er sieht die Widersprüche, er hat kein Rezept dagegen. Weil er auch der Ansicht ist, dass die Sphäre der bürgerlichen Gesellschaft, daran wird Marx ihm übrigens folgen, eben auch unverzichtbar ist als eine Sphäre, in der das ausgelebt werden kann, was Hegel das Recht der Besonderheit nennt, also individuelle Freiheit, Freiheit des Einzelnen. Nicht? Und wenn man also diese Sphäre beseitigt, nicht, dann würde man nach Hegel in vormoderne Zustände zurückfallen, also idealisiert etwa in der griechischen Polis, tatsächlich aber, wie wir wissen, wenig idyllisch, denn diese Gesellschaft funktionierte ja auch nur sozusagen mit einem Heer von Sklaven. Hier sieht Hegel im Grunde genommen keine wirkliche Lösung. Er hofft darauf, dass es dem Staat gelingen könnte, durch sozusagen Gesetze, durch allgemeine Gesetze, den Kapitalismus zu bändigen, einzuschränken. Ein Konzept, was Marx nachher auch noch verfolgen wird. Er versucht zugleich eben auch, und das zeigt eine gewisse Hilflosigkeit, sozusagen dadurch, dass er den Bourgeois an der Ehre packt, so könnte man es ausdrücken, also durch sozusagen Zünfte, Stände und dergleichen, sie sozusagen auf das Gemeinwohl zu verpflichten, hier auch moralisch einzuwirken. Mit welchem Erfolg Hegel das sich erhofft hat, das bleibt weitgehend im Dunkeln. Wie sieht es nun bei Marx aus? Ich möchte an dieser Stelle also nicht auf die Schicksale der marxischen Theorie eingehen, in deren Verlauf der Freiheitsgedanke, der meiner Auffassung nach für Marx zentral ist, zur bloßen Floskel verkommen ist, sowohl bei den Revisionisten und ihren Nachfolgern, die den Horizont der Freiheit schließlich auf die Formel Parlamentarismus plus Marktwirtschaft heruntergebracht haben, wie auch bei gewissen Parteimarxisten, die alle persönliche Freiheit zynisch als kleinbürgerlich oder bürgerlichen Individualismus gebrandmarkt haben. Beides ist ein Rückfall hinter die bereits bei Hegel erreichten Einsichten, an denen Marx meiner Auffassung nach ausdrücklich anknüpft. Hegels Konzept der Freiheitsgeschichte ist dabei präsent, denn die Emanzipation der Arbeiterklasse, die Befreiung des Proletariats, wie Marx Losungswort lautet, ist ja für ihn Bestandteil einer allgemein menschlichen Freiheits- und Befreiungsgeschichte. In diesem Sinne nimmt Marx auch in der gemeinsam mit Engels verfassten Schrift Die Heilige Familie, 1845, auf Hegels Rechtsphilosophie Bezug, wenn er sagt,
Das Proletariat sei, Zitat, um einen Ausdruck von Hegel zu gebrauchen, in der Verworfenheit die Empörung über diese Verworfenheit. Nicht, das ist genau dieser Punkt mit dem Pöbel, nicht, die Empörung des Pöbels. Eine Empörung, zu der sie notwendig durch den Widerspruch ihrer menschlichen Natur mit ihrer Lebenssituation getrieben wird. Marx geht über Hegel aber dort hinaus, wo es um das Verhältnis von bürgerlicher Gesellschaft und Staat geht. Das hat er zuerst in seinem fortlaufenden kritischen Kommentar zu Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts 1843 getan. Ich habe das erwähnt. Er versucht dort zu zeigen, dass die bürgerliche Gesellschaft bei Hegel, die sozusagen gar nicht sozusagen integriert werden kann in den Staat. Und das ist allerdings eine Position, wie eben gesagt, die Hegel selbst vertritt. Nach Marx handelt es sich dabei um eine real nicht zu vermittelnde Gegensatzbeziehung. Schreibt dazu, wirkliche Extreme können nicht miteinander vermittelt werden, eben weil sie wirkliche Extreme sind. Das eine hat mit seinem anderen, mit seinem eigenen Schoß, hat nicht in seinem eigenen Schoß, Entschuldigung, die Sehnsucht, das Bedürfnis, die Antizipation des anderen, also keine Aufhebungsbeziehung. Für Hegel wird der Zusammenhang zwischen bürgerlicher Gesellschaft und Staat durch die Freiheit konstituiert. Die Sphäre der bürgerlichen Gesellschaft ist die Sphäre der Besonderheit und führt damit auch der persönlichen Freiheit. Das Allgemeine, das darin enthalten ist und den Rahmen der Besonderheit überschreitet, ist die abstrakte Allgemeinheit der Freiheit, das Recht des Eigentums. Nur deshalb kann die bürgerliche Gesellschaft selbst dann dem Staat integriert werden, wenn ihre Dynamik das Rechtsbewusstsein der Individuen untergräbt. Marx zeigt, dass der Schein dieser Rechtlichkeit aber nur der Form nachgegeben ist. Die Grundlage der bürgerlichen Gesellschaft selbst negiert jedoch diese Rechtlichkeit von Anfang an. Also das ist der entscheidende Punkt. Marx verweist darauf, dass also diese abstrakte Allgemeinheit der Freiheit, nicht, die sich in diesem Bereich des bürgerlichen Rechts, was ja in der bürgerlichen Gesellschaft gilt, sozusagen als Vertragsrecht vor allem, niederschlägt, dass diese abstrakte Allgemeinheit der Freiheit dort nur zum Schein gilt. Und damit ist sozusagen diese ganz starke Brücke, die Hegel zu schlagen versucht, zu sagen, ja, da gibt es Widersprüche, aber es funktioniert das gleiche Rechtsprinzip wie im Staate und deswegen kann man das auch rechtlich in den Griff kriegen, sagen für Marx fragwürdig geworden. Für die Zirkulationssphäre gilt bei Marx, in ihr herrscht, Zitat, das Reich der Freiheit, Gleichheit und des auf Arbeit gegründeten Eigentums. Aber im Austausch von Kapital und Lohnarbeit sozusagen passiert dann im Ergebnis etwas anderes. Zwar findet dieser Austausch selbst genau zu den Bedingungen eines sozusagen einer formellen Gleichheit der Vertragsschließenden, des Kapitalisten und des Lohnarbeiters statt. Nicht? Marx wendet sich ja gegen die Vorstellung, da gibt es so eine Art Übervorteilung. Nicht? Der Kapitalist nimmt sich was, was ihm nicht zusteht. Und er versucht ja genau zu zeigen, nein, rechtlich ist da alles in Ordnung und es wird also dieses Rechtsprinzip zunächst einmal gar nicht verletzt. Denn wie Sie wissen, der Kapitalist erwirbt die wahre Arbeitskraft und bezahlt nicht sozusagen die Produkte der Arbeit. Nicht? Er bezahlt die wahre Arbeitskraft und das, was die wahre Arbeitskraft während ihres Gebrauchs im Arbeitstag in der Fabrik etwa sozusagen produziert, das gehört dann mit Recht dem Kapitalisten. Nicht? Das ist also nicht etwas, wo etwa zum Beispiel das Wertgesetz oder so verletzt worden wäre. Allerdings geht es an einem Punkt auseinander, weil das Eigentumsverhältnis des Lohnarbeiters, nämlich dass er kein Eigentum an Produktionsmitteln hat und damit nicht in der Lage ist, selbst seine Arbeitskraft sozusagen zu verwerten. Dieses Eigentumslosigkeit des Lohnarbeiters ist nicht das Resultat, sondern die Voraussetzung seiner Arbeit. Und zwar
beruht das ganze Verhältnis eben auf dieser Eigentumslosigkeit des Arbeiters als ihrer Basis, wie Marx sagt. Das heißt also, dieses ursprüngliche Eigentumsverhältnis geht nicht aus der Arbeit hervor. Also insofern ist die bürgerliche Gesellschaft nicht die Sphäre der auf Eigentum gegründeten, auf Arbeit gegründeten Eigentums, sondern es geht, Marx hat das ja also etwa einen Abschnitt über die ursprüngliche Akkumulation analysiert, es geht dem Ganzen sozusagen eine Enteignung sozusagen derer voraus, die dann nur noch als Lohnarbeiter ihre Arbeitskraft verkaufen können. Das bürgerliche Recht, das heißt also hier das Eigentums- und Vertragsrecht, gibt dem Lohnarbeitsverhältnis eine Form, der es dann ungeachtet seiner Grundlage und seines Inhalts als Äquivalententausch freier und gleicher Eigentümer erscheinen kann. Und damit erhält es eine vom Zufall der Vergänglichkeit der einzelnen Kapitalisten unabhängige Existenz, wie Marx sagt. Es macht daher keinen Sinn, wie es etwa bei Proudhon und in Debatten über das Recht des Arbeiters auf einen unverkürzten Arbeitsertrag der Fall war, solche Rechtsprinzipien zur Einspruchsinstanz gegen die kapitalistische Wirklichkeit zu machen. Das heißt also, Marx geht davon aus, hier ist von Anfang an etwas schief und dieses, was schiefgelaufen ist, sozusagen schlägt sich nieder in der historischen Zufälligkeit des Vorhandenseins des freien Lohnarbeiters. Das ist aber wiederum nun notwendige Voraussetzung, genau auch dieser kapitalistischen Produktionsweise und sozusagen auch ihrer rechtlichen Verhältnisse. Welche Alternative entwickelt nun Marx dazu? Marx verankert die Dialektik der bürgerlichen Gesellschaft in ihren Voraussetzungen, in ihren historischen Voraussetzungen, die zugleich auch ihre Rechtsform dann konstituieren und befestigen. Erst durch die Aufhebung dieser Voraussetzungen, durch die Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln, lässt sich nach Marx ein rechtlicher Zustand erreichen, der nicht mehr durch das Aneignungsgesetz verletzt wird und damit, um Hegels Wort aufzugreifen, Anlass zur Empörung gegen das Recht gibt. Hierzu sind zwei Klarstellungen notwendig. Erstens, die Aufhebung des Privateigentums an Produktionsmitteln bedeutet für Marx nicht die Aufhebung des Eigentums überhaupt. Bereits im Kommunistischen Manifest heißt es, Zitat, was den Kommunismus auszeichnet, ist nicht die Abschaffung des Eigentums überhaupt, sondern die Abschaffung des bürgerlichen Eigentums. Das bedeutet allerdings nicht nur, und darauf muss man eigens verweisen, dass das individuelle Eigentum an Konsumgütern nicht abgeschafft wird, die eigene Zahnbürste oder was weiß ich alles. Marx hat ein Konzept des individuellen Eigentums im Kapital skizziert oder erwähnt. Und dieser Begriff des individuellen Eigentums zielt darauf, dass dem Arbeiter, wie er sagt, ein, Zitat, wirkliches Eigentum an den Früchten seiner Arbeit ermöglicht wird. Das ist eine Stelle, die, soweit ich weiß, und ich habe mich da lange umgeguckt in der Literatur, so gut wie nie interpretiert worden ist. Nach der Wende ist es mal jemand aufgefallen, in der damaligen PDS, dass man vielleicht diese Stelle hätte heranziehen müssen, um darüber nachzudenken, wie ein Sozialismus aussehen sollte. Ein individuelles Eigentum des Arbeiters, und zwar als wirkliches Eigentum an den Früchten seiner Arbeit. Ja. Im Kapital heißt es dazu, die Negation des kapitalistischen Privateigentums stellt nicht nur das individuelle Privateigentum wieder her, wohl aber das individuelle Eigentum auf Grundlage der Errungenschaft der kapitalistischen Ära, der Kooperation des Gemeinbesitzes der Erde und der durch die Arbeit selbst produzierten Produktionsmittel. Das ist im Kontext eines Gemeinwesens zu verstehen, das Marx als Verein freier Menschen beschreibt oder als freie Assoziation freier Produzenten.
Wenn hiermit ein individuelles Eigentum an den Produkten der Arbeit verbunden ist, dann kann das eigentlich nur bedeuten, dass jedes gesellschaftliche Individuum im Rahmen demokratischer Prozesse über die Verteilung der Arbeiten und ihrer Produkte individuell mitbestimmen kann. Insofern bleibt also die Sphäre der Ökonomie für Marx wie für Hegel eine Sphäre individueller Freiheit. Deswegen gibt es da individuelles Eigentum. Das ist sozusagen die Barriere auch für Marx, dass ein künftiges, nicht mehr kapitalistisches Gemeinwesen nicht in vormoderne Zustände umkippt. Und es geht hier also um ein Mehr an Freiheit und auch gerade an individueller Freiheit. Und das hat wenig zu tun mit dem, was wir so aus dem real gewesenen Sozialismus, gleich welcher Spielart, kennengelernt haben. Zweitens, die Kritik am bürgerlichen Recht, das kommt ja auch in der Kritik des Gotha-Programms vor, begründet bei Marx keinen Rechtsnihilismus. Gemeint ist übrigens, das wird oft missverstanden, nicht das Recht schlechthin, das als bürgerlich qualifiziert wird, sondern das, was bei uns heutzutage auch heißt, bürgerliches Recht. Nicht? Es gibt ein bürgerliches Gesetzbuch, nicht? Das ist also der Code Civil, das Zivilrecht, welches die Verkehrsformen der bürgerlichen Gesellschaft regelt und eben als bürgerliches Gesetzbuch bekannt ist. In der Kritik des Gotha-Programms hat Marx auch für die erste Phase Sozialismus die Verteilung der Produkte für den individuellen Konsum nach dem Maß der geleisteten Arbeitszeit vorgesehen. Es handelt sich, sagt er, um dasselbe Prinzip im Austausch von Warenäquivalenten, weshalb insoweit das bürgerliche Recht weiter gelte, das als Allgemeines notwendig von Unterschieden der Individuen, ihren Fähigkeiten, ihren Bedürfnissen abstrahiert. Dieser enge bürgerliche Rechtshorizont könne erst dann überschritten werden, wenn Organisation und Produktivität der Arbeit es erlaubten, das Prinzip, Sie kennen das, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen zu verwirklichen. Das bedeutet dann im Weiteren allerdings, dass Marx tatsächlich sehr viel stärker, als es gewöhnlich wahrgenommen wird, nun eben auch auf das Recht als Mittel sozusagen der Politik, der Arbeiterbewegung und auch sozusagen der Eingriffe in den Kapitalismus gesetzt hat. Etwa Marx' Stellungnahmen zur Politik der Internationalen Arbeiterassoziation, also der von ihm mitbegründeten ersten Internationale, zeigen das sehr deutlich. Marx verstand, das wird deutlich, das Recht als Mittel zur Veränderung der Gesellschaft. Im Blick auf Hegel könnte man sogar davon sprechen, dass Marx, ungeachtet seiner Kritik an Hegels Versuch, bürgerliche Gesellschaft und Staat trotz der Äußerlichkeit ihrer Entgegensetzung teleologisch zusammenzuschließen, das Hegelsche Programm einer Einschränkung und Kontrolle der bürgerlichen Gesellschaft durch den Staat faktisch übernimmt. Recht, so schreibt Marx 1866, ist, Zitat, Verwandlung gesellschaftlicher Einsicht in gesellschaftliche Gewalt und unter den gegebenen Umständen kann das nur durch allgemeine Gesetze geschehen, durchgesetzt durch die Staatsgewalt. Das ist nicht gemeint auf den Zustand der sogenannten Diktatur des Proletariats. Denn es geht wie folgend weiter. Bei der Durchsetzung solcher Gesetze stärkt die Arbeiterklasse keineswegs die Regierung. Im Gegenteil, sie verwandelt jene Macht, die jetzt gegen sie gebraucht wird, in ihre eigenen Diener. Sie erreicht durch einen allgemeinen Gesetzesakt, was sie durch eine Vielzahl isolierter individueller Anstrengungen vergeblich erstreben würde. Marx denkt hierbei vor allem die Durchsetzung des Normalarbeitstages und dann natürlich Arbeitsschutzgesetzgebung, Verbot von Nachtarbeit, Beschränkung der Arbeit von Kindern und Jugendlichen etc. Wie bekannt kommt dabei vor allem der Beschränkung des Arbeitstages eine tendenziell systemüberwindende Funktion zu, denn sie hat unmittelbar Einfluss auf die Bedingungen der Produktion von Mehrwert. Die Möglichkeit zur weitgehenden Einschränkung der Arbeitszeit liegt für Marx in der Steigerung der Produktivität durch den Fortschritt der Technologie. Dieser Fortschritt macht die Schöpfung des wirklichen Reichtums, also der Gebrauchswerte, abhängig weniger von der Arbeitszeit und dem Quantum angewandter Arbeit,
als von der Macht der Agenzien, die während der Arbeitszeit in Bewegung gesetzt werden. Der Verringerung der Arbeitszeit, die unter den Gesichtspunkten der Gebrauchswertproduktion gesellschaftlich notwendig ist, besteht von Marx die Möglichkeit zur drastischen Beschränkung der individuellen Arbeitszeit, womit, wie er sogar behauptet, die auf dem Tauschwert ruhende Produktion, also der Kapitalismus, zusammenbrechen würde. Für Marx käme es darauf an, dann den Stoffwechsel mit der Natur in Übereinstimmung mit den objektiven Möglichkeiten der Entwicklung der Arbeit so zu regeln, dass die gesellschaftlichen Individuen ihren Stoffwechsel mit der Natur, er sagt, rationell regeln und ihre gemeinschaftliche Kontrolle bringen, ihn mit dem geringsten Kraftaufwand und unter den ihrer menschlichen Natur würdigsten und adäquatesten Bedingungen vollziehen. Aber, so fügt er hinzu, es bleibt dies immer ein Reich der Notwendigkeit. Das wahre Reich der Freiheit können nur auf jenem Reich der Notwendigkeit als seiner Basis aufblühen. Grundbedingung hierfür ist eben die Verkürzung des Arbeitstags. Das Reich der Freiheit, das Marx hier im Auge hat, ist das Reich der Besonderheit und persönlichen Freiheit im Hegelschen Sinne. Es ersetzt also das, was in der bürgerlichen Gesellschaft das mit dem politischen Gemeinwesen verbindende Prinzip war. Hier geht es also um Freiraum für persönliche Selbstbestimmung des Einzelnen. Marx' Schwiegersohn Paul Afarg hat das als Recht auf Faulheit bestimmt, was manche Marxisten nicht so gern gehört haben. Insofern dieser Freiraum von der gemeinschaftlichen Regelung und Kontrolle des gesellschaftlichen Stoffwechsels abhängt, verlangt er auch nur bei Marx einen entsprechenden politischen Rahmen, den Verein freier Menschen. Wie dieser konkret aussehen könnte, erfahren wir bei Marx nicht. Das ist analog zu Hegel, nicht, der eben auch sagt, du musst die Zeit selbst sehen, wie sie damit zurechtkommt. Die Formel der Diktatur des Proletariats verschwindet 1852, taucht im Zusammenhang mit der Pariser Kommune kurz wieder auf, um wenig später wieder zu verschwinden. Vom Absterben des Staates hat Marx nie gesprochen. Diese Formel stammt, wie gesagt, von Engels. Deutlich wird an den gelegentlichen Äußerungen von Marx nur, dass er an Dezentralisierung und Selbstverwaltung denkt, also an das Gegenteil des demokratischen Zentralismus. In der Antwort auf die Frage eines holländischen Sozialisten nach den politischen und ökonomischen Maßnahmen unter der Herrschaft der Arbeiterklasse bemerkt Marx, Zitat, jene Frage stellt sich im Nebelland, stellt also in der Tat ein Phantomproblem, worauf die einzige Antwort die Kritik der Frage selbst sein muss. Wir können keine Gleichung lösen, die nicht die Elemente ihrer Lösung in ihren Data einschließt. Auch dies verbindet Hegel mit Marx. Man denke an die Eule der Minerva. Eine Bemerkung zum Schluss. Es gibt, scheint mir, gute Gründe, Hegel und Marx näher zusammenzurücken, als es in der Vergangenheit in Versuchen geschehen ist, eine revolutionäre Dialektik auszubuchstabieren. Es zeigt sich dann, dass Marx das Projekt einer Realisierung der Freiheit im Anschluss an Hegel verfolgt. Ein solcher neuer kritischer Hegel-Marxismus könnte vielleicht davor schützen, in Dogmatisierungen zurückzufallen und mit dazu beitragen, die gesellschaftskritischen Potenziale der Marx'schen Theorie unbefangen zu diskutieren. Vielen Dank.